mein Stolz. Sie sind so schwarz wie Ebenholz. Heute muss ich euch eine lustige Geschichte erzählen. Es fing alles damit an, dass ich Hausens aus dem Morgen ging, um einzukaufen. Ich holte Butter, Milch und Eier, Äpfel und einen großen Kaufkopf. An der Einkäufe bezahlte ich meine Kasse. Die Zeit ganz merkte ich nicht, dass ich am Schlüssel meinen Morgen zu Hause vergessen hatte. Das erste ich merkte, als ich mit meinen Türen vor der eingekauften Verschlossenen stand und nicht hineinkam. Ich nicht, ich half, ich schrie, es fluchte, alles klopft. Die Schlossen blieb vertürt. Scheint vieles nur noch halb so schwer, wenn da nicht das Leben wäre. Wie das Leben zweien mitspielt, wie sich oft das Glück wegstiehlt und wiederkommt bei Sonnenlicht, davon handelt die Geschichte. Freilich ist sie nur erfunden, doch wer könnte schon bekunden, dass das alles künstlich geben, überall doch Menschen leben. Und weil der Mensch sehr gerne lacht, geht es hier um eine Hochzeitnacht. In der dann auch geschieht recht viel, ist doch die Liebe mit dem Spiel. Eines Tages egal wo wir sitzen, egal wo wir gerade stehen, wir müssen gehen. We should run away and not too late to catch the trains that bring us home. Wir sammeln U-Bahn-Stationen wie Bonuspunkte, die Knotenpunkte, die uns durch die Nacht treiben. U8, S1, U5, S3, kurze Strecken reihen sich an lange, unendlich lange Wege. Dem Morgen entgegen, der Müdigkeit voraus. Ob Party oder Rockkonzert, viel zu schön, die Reise nicht wert, chilliger Abend oder Feuerwerk, wir gehen zeitig. In 1,5 Stunden sind wir zu Hause. Oder in 2. Es waren 3 Gesellen, die taten, was sie wollten. Es waren 3 Gesellen, die taten, was sie wollten. Der eine war besser, wenn der andere war voll. Der dritte sprach, ihr Brüder, und mir ist auch nicht wohl. Der dritte sprach, ihr Brüder, und mir ist auch nicht wohl.